Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Heute wieder eine Produktpräsentation, ein Produkt der Firma Fissmann, ein relativ unscheinbarer Flachwagen, aber glaubt es mir, dieser Flachwagen hat es wirklich faustdick hinter seinen Achsen und was er alles so zu bieten hatte, das schauen wir uns jetzt gleich im Video genauer an. Zuerst folgt aber wie immer ein wenig zum großen Vorbild, dann schauen wir uns das kleine Modell hier etwas genauer an und gehen dann auch tatsächlich auf die Strecke, denn ich verrate schon etwas, der Wagen kann fahren, der Wagen hat Sound und noch viele andere Dinge mehr, die werden wir uns natürlich dann anschauen und zum Schluss dann mein Fazit. Also verlieren wir keine Zeit und legen los. Fangen wir also an mit dem großen Vorbild. Und wenn wir da anfangen, müssen wir weit in die Vergangenheit reisen, nämlich in das Jahr 1958. Da beschloss nämlich die Deutsche Bundesbahn, diese zweiachsigen leichten Güterwagen zu produzieren. Die Produktion insgesamt lief dann auch bis 1967, also wirklich eine lange Zeit. Und in dieser Zeit wurden sage und schreibe weit über 14.000 dieser zweiachsigen Güterwagen produziert. Diese zweiachsigen Flachwagen haben Seitenwandklappen und klappbare Stirnborden. Sie dienten zur Beförderung von Fahrzeugen und von Gütern mit extrem großem Raumbedarf. Die Wagen ohne Seitenrungen wurden ab 1965 als KLS bezeichnet. Und da muss man ganz klar sagen, da gibt es eine Klassifizierung bei der Deutschen Bahn für die Leute, die sich jetzt nicht so gut damit auskennen. Es gibt immer einen Großbuchstaben und danach kleinere Buchstaben. Und das ist sozusagen diese Klassifizierung für solche Güterwagen. Der Großbuchstaben steht immer für eine Gattung, in unserem Falle Flachwagen oder Niederbordwagen. Und danach die Buchstaben bezeichnen sozusagen besondere Fähigkeit dieses Wagens. Sei es die Geschwindigkeit, die er fahren darf, sei es, dass er eine besondere Ausstattung hat, sei es, dass er eine Bühne hat, wo man noch eine Bremse drauf hatte. Das sind also alles Sonderkennzeichnungen, die dieser Wagen dann hat und dadurch kommt dann halt diese Kennzeichnung zustande. Das Eigengewicht des Wagens liegt bei 12.100 Kilogramm. Die maximale Lademasse bei 27,5 Tonnen und die Länge über Puffer, das heißt im Prinzip einmal hier Pufferteller bis hier hinten Pufferteller, das heißt LÜP, Länge über Puffer, das sind 13,86 Meter. Wie ich gerade eben schon gesagt habe, die Borden jeweils an den Seiten und auch an den Köpfen sind abklappbar. Das hat den großen Vorteil, dass man die Autos super leicht verladen kann mit Hilfe einer Laderampe. Das heißt, der Wagen fährt an die Laderampe, die Borde wird abgeklappt und das Auto kann direkt hier auf den Wagen fahren. Aber wie eben ja auch schon gesagt, der Boden besteht aus Holzbohlen und deswegen kann man da jetzt keine 40 Tonner draufladen. Autos und kleinere LKWs sind da hingegen kein Problem. Ja, Freunde, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Das war das grobe Wichtige, was man zu diesem wirklich sehr universell einsetzbaren Güterwagen wissen muss. Und jetzt schauen wir uns unseren kleinen Güterwagen hier an, nämlich im Maßstab 1:87. So, schauen wir uns also unseren kleinen Wagen ein wenig genauer an. Ihn gibt es in vier unterschiedlichen Versionen, einmal als DC-Version und einmal als AC-Version und dann gibt es ihn auch noch in zwei unterschiedlichen Farben. Es gibt ihn einmal so, wie wir ihn hier haben, in Braun, DC, das ist die Artikelnummer 2310, in Braun in Wechselstrom, das ist die Artikelnummer 2311. Dann gibt es ihn in Gelb, in dem neueren Gelb, was jetzt auch bei der Deutschen Bahn im Einsatz ist. Da gibt es ihn in Gleichstrom unter der Artikelnummer 2315 und in Wechselstrom mit der Artikelnummer 2316. Wir also hier jetzt im Gleichstromsegment unterwegs, haben jetzt den braunen Wagen hier und da gibt es erstmal die groben Fakten. Was ist das überhaupt? Wir haben hier einen Niederbordwagen der Gattung KLS mit einem Niederflurantrieb der neuesten Generation von Fissmann. Diesen Antrieb finden wir zum Beispiel beim Robel und auch bei anderen Gleisbaugerätschaften, die Fissmann herstellt und vertreibt und dieser Antrieb ist im Prinzip der Universalretter dieser Fahrzeuge, denn nur dank dieser neuartigen Erfindungen können diese Fahrzeuge sich bewegen und Fissmann hat sich gedacht, für die Fahrzeuge, die keinen Antrieb haben oder vielleicht einfach nur ein Standmodell sind, die Modellbahner sie aber trotzdem bewegt haben möchten,
dann finden wir einfach was, womit das funktioniert. Und diese Idee war, wie ich finde, sehr gut, denn sie haben einen unscheinbaren Güterwagen entwickelt, wo dieser Antrieb, ich kipp den mal, und dann kann die Kamera ein bisschen sich das näher anschauen, wo dieser Antrieb praktisch unter die Ladefläche verbaut wurde, zwischen die zwei Achsen. Und wenn man es nicht weiß, es fällt überhaupt nicht auf, dass da ein Motor sich drin verbirgt. Und Wissmann hat sich natürlich nicht lumpen lassen. Es ist nicht nur ein Motor, der sich da drin befindet, ich stelle ihn mal wieder hin, sondern da drin ist auch ein Energiespeicher verbaut. Ein Energiespeicher, den kennen wir auch schon bereits von anderen Firmen, heißt im Prinzip nichts anderes. Es ist ein kleiner Kondensator darin eingebaut, der beim normalen Fahrbetrieb sich auflädt und dann, wenn man zum Beispiel ein kurzes Stück hat, wo kein Strom auf dem Gleis ist, weil Dreck drauf ist oder vielleicht eine nicht polarisierte Weiche, dann kommt dieser Energiespeicher zum Einsatz und gibt in dem Moment, wo der Wagen keinen Strom über das Gleis bezieht, seinen Strom ab, so kann der Wagen schön schmeidig weiterfahren, ohne halt anzuhalten oder zu rucken. Ist wirklich eine sehr schöne Sache, im Prinzip auch sehr beeindruckend, dass man das alles unter diesen Wagen noch drunter kriegt. Bei diesem Stromspeicher, ich habe mich extra auch nochmal informiert, gibt es sehr viele Besonderheiten, die ich so vorher auch noch nicht kannte. Und zwar haben wir, wenn wir die Situation haben, eine Langsamfahrt, sei es in einem Baugleis oder sonst wo oder Rangierarbeiten, wo der Wagen wirklich sehr langsam fährt und der Wagen stellt fest, dass er sehr oft über stromlose Abschnitte fährt. Dann erhöht der Wagen automatisch seine Geschwindigkeit, um die Abschnitte schneller überbrücken zu können. Das Ganze kann man natürlich einstellen. Das Ganze geht natürlich auch wieder umgekehrt beim Bremsen. Da ist es so, dass es einen speziellen Bremsmodus gibt, was das Ganze zusätzlich unterstützt. Wenn das Modell für eine einstellbare Zeit nämlich keinerlei Gleichspannung erkennt, wird wegbezogen gebremst. Das heißt nicht abrupt, sondern wegbezogen. Die Bremsung ist einstellbar und im Analogbetrieb, muss man dazu sagen, ist das auch alles nur bedingt möglich. Wir reden hier immer von diesen ganzen Funktionen im Digitalbetrieb. Dieser Wagen ist selbstverständlich auch im Analogbetrieb möglich zu befahren. Da hat man dann die Möglichkeit, die Sounds sich einzustellen, denn der Wagen hat auch Sound. Man höre und staune. Man kann den Wagen fahren, logischerweise vorwärts, rückwärts, und man kann den Sound ein- und ausstellen, und das war es. Alles, was man zwar einstellen kann, ist etwas kompliziert über CVs, lässt sich aber einstellen, aber die Empfehlung von Fissmann selber ist halt auch der Digitalbetrieb. Da kann man das alles sehr einfach über seine Digitalzentrale oder vielleicht dann halt auch bei Rocco zum Beispiel über die Multimaus einstellen. Kommen wir zu den Sounds, die ich ja gerade gesagt habe. Standardmäßig ist das Fahrzeug mit einem Diesel-Sound ausgestattet. Man hat die Möglichkeit, diesen Sound aber auch relativ einfach über das Programmieren zu wechseln. Dann hat man sozusagen einen Dampf-Sound. Man kann also entweder eine Diesel-Lok, eine nicht angetriebene Diesel-Lok oder eine nicht angetriebene Dampf-Lok davor setzen. Und man bekommt dann von diesem Wagen nicht nur den Antrieb, sondern auch den dazu passenden Sound. Und das ist optisch gesehen eine Sensation, denn wenn man weiß, die Lok hat keinerlei Antrieb, man sieht sie aber trotzdem fahren mit Sound, also das finde ich ist schon eine sehr gute Sache, denn man glaubt nicht, dass der Wagen der eigentliche Antrieb ist des Ganzen. Der Wagen ist außerdem Railcom-fähig, sowohl für das DCC als auch für das Märklin-Motorola-Protokoll. Und wenn wir uns den Wagen jetzt ein wenig genauer anschauen, dann entdecken wir die nächste Sensation, denn wir haben die Möglichkeit hier vorne, ich habe den Wagen extra schon mal so hingestellt, die Möglichkeit mit Licht zu arbeiten, denn der Wagen hat auf einer Seite Steckbuchsen, wo man beigeliefert auch entweder Schlussbeleuchtung oder Blindstopfen oder auch hier, wie wir jetzt hier sehen, eine Schlussscheibe draufstecken kann. Ich puddel das mal ab mit meinen großen Fingern, dann zack, leg das mal hier unten hin, die Schlusslaterne bzw. die Schlussscheibe. Das hier ist die Schlusslaterne, die dann auch leuchtet. Und hier sehen wir jetzt ganz gut die Steckbuchse, wo der elektrische Kontakt sich hinter verbirgt bzw. sich innen drin verbirgt, wo dann entweder die Schlusslaterne oder auch es gibt Zurüstteile, die man sich zusätzlich bestellen kann. Die kann man dann darauf stecken. Das sind moderne Zugschlussleuchten, dazu gleich mehr. Die werden einfach hier drauf gesteckt und im digitalen Betrieb kann man die dann separat ein- und ausschalten. Und wenn man dann halt einfach nur Zugschluss haben möchte, buddelt man einfach die Schlussscheibe über die Steckbuchse. Man sieht sie nicht mehr
Und es sieht optisch sehr, sehr gut aus, vor allen Dingen auch sehr realistisch, denn jeder Güterzug braucht natürlich einen Schluss. Und der Schluss wird hier mit diesen Schlussscheiben hergestellt. Der Wagen hat auf beiden Seiten Kupplungsaufnahme nach NEM 362, Kurzkupplungskinematik. Hier sehen wir auch schon eine Kurzkupplung verbaut. Drehen wir ihn zurück. Dann haben wir, wie ich ja eben schon gesagt habe, unterschiedlichste Modis, die man hier benutzen kann. Entweder mit dieser etwas altertümlichen Zugschlusslaterne, die Zugschlussscheibe, oder dann haben wir die Möglichkeit, moderne Zugschlussbeleuchtung zu montieren. Unter Artikel Nummer 2320 kann man sich diese auch kaufen bei Fissmann. Dann von Zubehör hat man auch noch die Möglichkeit, wenn der Wagen einem zu leicht ist, im Betrieb hat man die Möglichkeit, Zusatzgewichte sich zu kaufen unter der Artikel Nummer 2110. Und für die Dreileiter unter uns gibt es auch nochmal Stromabnehmer mit der Artikel Nummer 2281. Außerdem gibt es auch noch eine Besonderheit unter dem Wagen. Da müssen wir den Wagen einmal umdrehen. Und dann sehen wir auch zum einen den Antrieb auch relativ gut. Hier sehen wir auch den Lautsprecher bzw. die Öffnung des Lautsprechers, wo dann halt auch der Sound rauskommt. Und hier vorne, ich hoffe, mein Kameramann kriegt das jetzt gut drauf, da haben wir Lötanschlüsse und hier haben wir die Möglichkeit, fahrtrichtungsabhängige Zugschlussbeleuchtung anzuschließen. Die hat man dann auch die Möglichkeit, über die Digitaladresse dann auch zu schalten. Drehen wir ihn wieder um. Stellen wir ihn aufs Gleis und schauen uns den Wagen ein wenig auch mal aus der Nähe an, denn da hat Fissmann auch wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Hier unten vor dem Antrieb, schauen wir uns das mal ein wenig genauer an, hat man auch auf die farbliche Gestaltung sehr viel Wert gelegt. Das heißt, alle Bezeichnungen des Güterwagens sind trennscharf gedruckt, sind sehr gut zu erkennen. Wir haben hier vorne den Rangierergriff in Gelb gehalten, wir haben hier das DB-Logo in Farbe gehalten und auch hier unten die einzelnen Elemente wie zum Beispiel Bremse absperren, Lastwechsel und so weiter. Das alles ist vorbildgerecht dargestellt und auch in Farbe. Macht wirklich optisch einen sehr, sehr guten Eindruck. Ja, Freunde, das denke ich mal, soll es erstmal gewesen sein. Jetzt möchten wir natürlich auch den Wagen fahren sehen. Und genau das werden wir jetzt machen. Wir gehen in die freie Wildbahn und schauen uns den Wagen im Einsatz an. Thank you.
Da sind wir wieder und auch am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch was Neues erzählen. Und wenn ihr den Wagen haben wollt, habt ihr natürlich jetzt direkt im Anschluss des Videos natürlich die Möglichkeit, unseren Online-Shop zu besuchen und euch den Wagen dort zu kaufen. Hier nochmal zur Erinnerung, es gibt ihn gleich wie auch in Wechselstrom, einmal in Braun und auch einmal in Gelb. Sollten eurerseits jetzt noch Fragen auf sein, kein Problem, einfach einen Kommentar entweder unter das Video hier schreiben oder uns direkt eine E-Mail schreiben und wir werden uns dann natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Das war es von mir, viel Spaß euch noch mit dem wunderschönen Modell und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und tschüss.